Seit 2013 besteht die Jury bei Let's Dance aus denselben drei Personen, Jorge González, Mozi Mabuse und Joachim Yambi. In den fast 10 Jahren, in denen diese Jury besteht, sorgt vor allem Chefjuror Yambi regelmäßig mit seinen Urteilen und Bemerkungen für Unverständnis bei den Zuschauern. Das Viertelfinale der diesjährigen Let's Dance Staffel bildete da keine Ausnahme. Viele User kritisierten seine Bewertung für den Einzeltanz von Amira Pocher. Punkt. Viele konnten nicht verstehen, warum er der 29-Jährigen 9 Punkte gab, obwohl er einige Fehler zu kritisieren hatte. In den Augen der Zuschauer strafte er Fehler bei anderen Kandidaten härter ab. An diesem Freitag gab es aber auch einige kritische Stimmen, die auf Jorge abzielten. Der Grund war eine Bemerkung des gebürtigen Kubaners nach Amiras Performance. Das hat er nicht wirklich gesagt? Nachdem Amira zusammen mit Massimo Sinato einen Paso Doble zu Lux Eterna von Clint Menzel getanzt hatte, überschüttete Jorge sie mit viel Lob für ihre Darbietung. Unter anderem sagte er, du bist die Königin der Zigeuner. Nach Jorges Beurteilung bemerkte Moderator Daniel Hartwig leicht erstaunt, viel Spaß mit dem Shitstorm. Und er sollte Recht behalten. Im Netz regten sich einige Zuschauer über Jorges Aussage auf. So meinte unter anderem ein User auf Twitter. Das hat Jorge jetzt nicht ernsthaft gesagt? Ein bisschen sprachliche Sensibilität ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ein Zuschauerin teilte einen Screenshot von der Folge des Podcasts Update, Deutschlandfunk Nova mit Roma-Aktivist Gianni Jovanovic. Zu dem Screenshot fügte sie nur noch einige Fragezeichen hinzu, die an Jorge gerichtet waren. Bereits vergangenes Jahr hatte der Gebrauch des Begriffs für einen Eklat im Netz gesorgt. Bei der Talkshow Die letzte Instanz stimmten die Gäste in einer Folge über die künftige Verwendung des Worts Zigeunersoße ab, wobei keiner der Anwesenden einen Migrationshintergrund vorwies. Welcher Promi flog vor dem Halbfinale raus? Bei der Diskussion im Netz darf man natürlich nicht vergessen, dass es bei Let's Dance vor allem ums Tanzen geht. In der aktuellen Woche standen die Kandidaten vor einer besonderen Herausforderung. Neben ihrem Einzeltanz stand auch der Triodance auf dem Programm.